Willkommen zum neuen Sendungsblock von What's Next. Schön, dass ihr dabei seid. Heute dreht sich wieder alles um die Frage, was next? Was mache ich nach der Schule? Was für ein Beruf ist spannend für mich? Wahrscheinlich wisst ihr das noch gar nicht und das müsst ihr auch nicht, denn wir möchten euch welche vorstellen. Wir haben verschiedene ExpertInnen zu Gast und Berufsfelder, die ihr kennenlernen könnt und werden denen mal Fragen stellen, was man da so machen kann. Und so fragen wir uns heute unter anderem, ja, wie ist das eigentlich als Verfahrensmechanikerin? Was ist denn das für eine Ausbildung? Was kann man da machen? Oder wie ist das als Steinmetzin? Bin ich da eher kreativ oder ist das eher handwerklich? Oder als Hebamme muss ich da starke Nerven haben? Oder im Hotelfach? wie ist das, wenn ich anderen Leuten eine gute Zeit machen möchte, wenn die im Hotel übernachten? So und andere Fragen werden wir uns fragen für euch und hoffen, euch zu inspirieren. Und ich bin nicht alleine im Studio. Hier sind auch viele andere Menschen, unter anderem mein Kollege Marvin. Genau, und wir haben auch heute wieder Gäste da. Von der Molitoris-Schule aus Hasum sind nämlich heute drei Schülerinnen und Schüler hier. Das sind Toni, Fabius und Ariane. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, heute, Nele hat es schon gesagt, gucken wir uns unterschiedliche Berufe an. Ist denn Toni bei dir so das Thema Berufsorientierung noch vor dir? Hast du es schon eigentlich schon abgeschlossen oder ist es gerade ein heißes Thema? Wie sieht das aus? Ich würde sagen, ich habe es eher schon abgeschlossen jetzt, wo man sich auch für die weiterführenden Schulen orientieren musste, musste man sich ja schon ein bisschen Gedanken machen. Ja, also es ist der richtige Zeitpunkt, aber du hast es schon fertig, ist doch super. Ähm, Fabius, was ist dir denn, wenn du später mal einen Job hast, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist mir wichtig, wenn ich mich für irgendwas entscheide? Ja, auf jeden Fall, wenn ich zufrieden bin mit dem Beruf, also das ist mir ziemlich wichtig, dass ich äh, erfüllt bin auch und äh, dass ich äh, nicht jeden Tag nach Hause komme und schlechte Laune Okay, also, Spaß und Motivation auf jeden Fall okay. muss dabei sein, vielleicht sogar wichtiger als Kohle. Äh, Ariane, wie sieht das aus? Es gab schon eine Praktikumsrunde bei euch in der, in der Schule, bei euch in der Klasse? Ja. Wo hast du dein Praktikum gemacht? Äh, bei NP in Hase. Das ist, was machen die? Also, die verkaufen halt so halt Lebensmittel und so. Okay, und hat dir das gefallen? War das cool für dich oder eher nicht so richtig? Also, es hat ne Spaß gemacht. Aber es ist nicht unbedingt ganz so meins. Okay. Vielleicht gucken wir ja heute nochmal rein, was alles für Möglichkeiten da sind. Wir haben es schon gehört. Ähm, unter anderem auch Steinmetzin, Hebamme und Hotelfach. Aber wir beginnen heute mit dem Verfahrensmechaniker, mit der Verfahrensmechanikerin. Und da sind ganz tolle Gäste jetzt wieder bei Nele. Marvin hat es gerade schon verraten. Ja, es geht darum, ein Produkt herzustellen, komplexe Anlagen zu bedienen, in der Automobilbranche tätig zu sein. Und durch die Hände von diesem Beruf wandern Kunststoff, Kautschukprodukte und aber auch Gummi aus Löwenzahn. Ja, ihr ahnt es und ihr wisst es auch schon, es geht um den Beruf und die Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin. Und ich bin super gespannt, denn Continental ist hier und wird uns darüber was erzählen. Ein paar Profis sind am Start und mit denen werde ich jetzt mal quatschen. Ja, herzlich willkommen in die Runde. Hier haben wir mit dabei Daniel Traxel, Verfahrensmechaniker, nein, Ausbilder für Verfahrensmechanik genau. von Continental. Schön, dass du da bist. Hallo und auch mit dabei Pavel Kolisov, schön, dass du da bist, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik im dritten Ausbildungsjahr. Schon wach? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Und wunderbar an unserer Seite auch Holger Grabatsch von der Agentur für Arbeit, ein Berufsberater und dich werde ich heute auch löchern. Schön, dass du da bist. Ja. Gerne. Gut, und so löchern wir mal los. Daniel, ja. ähm, du kommst von Continental, du leitest Ausbildung. Und sag uns doch mal als erstes dieser Beruf. Ähm, ich habe den gelesen und dachte, das habe ich noch nie gehört. Wie kommt das, Verfahrensmechanikerin? Genau, also es liegt darin, dass dieser Beruf relativ ja, unbekannt ist. Ähm, fast jeder kennt irgendwie den Mechatroniker, Elektroniker und so weiter. Aber Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kauten ist relativ unbekannt, weil wir halt ähm, im Bereich der Elastomerverarbeitung unterwegs sind. Und ähm, genau, und die Aufgabe eines Verfahrensmechanikers ist einfach, ähm, ja, Produkte herzustellen, ähm, an den Anlagen zu stehen, ähm, die Anlagen zu bedienen ähm, ja, und danach auch eine Qualitätsprüfung durchzuführen. Das klingt ja erstmal theoretisch ganz gut. Was das genau bedeutet, da frage ich jetzt mal dich, Pavel, weil du bist im dritten Ausbildungsjahr, du bist jetzt schon im Betrieb, hast du erzählt. Ne? Und sag doch mal zum Beispiel so letzte Woche, was hast du da jetzt so gemacht konkret? Also ich bin jetzt an meiner Anlage, an der ich jetzt meine Prüfung vollziehen werde. Ich, stelle, ähm, ich verfeinere das Halbzeug, was wir herstellen. Wir stellen was verfeinerst du? Das, ein, Halb das Halbzeug. Erkläre also Prinzip, bitte, was ein Halbzeug ist. Ich weiß es nicht. Im Prinzip ein halbfertiges Produkt. Also wenn man sich vorstellen kann, dass wir, Auto, dass wir Autofolie herstellen oder Kunstleder, dann ist es an sich ja erstmal das Rohprodukt, was hergestellt wurde und was dann weitergegeben wird zur Verfeinerung. Also hm. halbfertig, kann man im Prinzip sagen. Halbfertig. Ja. Sag mal, Pavel, noch eine Frage an dich. Was für eine Anlage ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es so mini-klein für einen Koffer oder riesengroß, 100 Meter lang? Wie sieht das so rein praktisch aus, woran du gerade arbeitest? Also meine Maschine ist ungefähr 20 Meter lang und ist eine Zweimannmaschine. Zwei also im Prinzip bin ich der Maschinenführer und ist zweietagig. Genau. Zweietagig? Ja, also ein Erdgeschoss und erst Obergeschoss. Spannend. Das heißt, Pavel, du arbeitest quasi in einem kleinen Haus, <laughs> kann man sagen. Ja. Ja. Und sag mal, wenn du du hast die Ausbildung ja schon ganz großen Teil hinter dir. Ähm, wenn du so zurückblickst, was, ähm, was hast du so gemacht, was du spannend fandst? Was fällt dir so als erstes ein in der Ausbildung? Also an sich in dem ersten Ausbildungsjahr, was wir gestartet haben, waren wir ähm, sehr viel in der Forschung und Entwicklung Abteilung. Das ist ja ein Hannover ist da europaweit haben das größte Forschungs- und Entwicklungscenter und da mal zu sehen, wie der Reifen, wie da die Optionierung des Reifens erfolgt, finde ich einfach auch mega interessant und spannend. Dadurch, dass man neue und alte Reifen sieht, beschädigte, gute Neureifen sieht, das ist... Hat man stark, gleich einen Blick für die Praxis. Genau. Ähm, Holger, ich frage dich mal von der, von der Berufsberatung. Das ist ein Beruf, den man, wie gesagt, ja nicht sofort gleich mhm, genau. kennt. Ne? Wie komme ich denn auf so spezifische Berufe bei euch? Wie könnt ihr da helfen als Agentur für Arbeit? Naja, wer sich dafür interessiert, kann zu uns kommen. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ich finde Physik, Chemie ganz spannend, Interessiere mich dafür, was man damit alles machen kann. Dann würden wir sagen: Guck mal, da gibt es zum Beispiel den Verfahrensmechaniker, es gibt auch noch andere Berufe. Und wir vermitteln ja auch Ausbildungsplätze. Wenn dann jemand sagt: Boah, finde ich echt super spannend, will ich machen, dann können wir auch sagen: Guck mal, da kannst du dich da bewerben oder da bewerben oder da bewerben. Und guckst du da auch, wenn jetzt zum Beispiel kontinental wie hier, mhm. ähm, dass das gut matcht zwischen diesen Menschen und dem Unternehmen? Wie kann man denn natürlich, darauf schauen? Klar, die Unternehmen ja. haben ja zu Recht auch bestimmte Vorstellungen, das können wir ja auch sehen und das sagen die uns ja auch. Und dann gucken wir, passt das irgendwie zusammen? Und wenn das passt, ja, dann vermitteln wir natürlich ganz gerne. Ja. It's a match. Daniel, wie kommt es denn zu einem Match? Also wenn ich jetzt mich bei euch bewerben möchte und denke, oh, das klingt jetzt erstmal spannend, ähm, was, was ist denn so eine Traumbewerberin, Traumbewerber für euch für Verfahrensmechanik? Was müssen die mitbringen? Ja, also ähm, genau, wir haben... Suchen wir Leute aus, die einen Hauptschulabschluss haben oder einen Realschulabschluss. Ähm, höherwertige Abschlüsse sind natürlich auch in Ordnung. Ähm, und ja, wir schauen auf die Noten. Also, Chemie ist wichtig, äh, Physik ist wichtig, Mathematik, ähm, da schauen wir schon drauf. Ähm, Kopfnoten auch wichtig, also Arbeitssozialverhalten und, äh, und die versäumten Fehltage in der Schule. Ja, die haben wir auf jeden Fall auch im Blick. Genau. Und Pavel, ähm, du hast das ja schon mal gemacht, dich beworben, Ausbildungsplatz. Ähm, Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat in der Ausbildung, womit du nicht gerechnet hättest? Also ihr habt da ja auch so ein Ausbildungscenter, wie ich mhm. gehört habe. Wie ist es dort zu sein? Also es ist, äh, als allererstes ist es sehr vielseitig. Man hat, man alles ist durchstrukturiert. Per se, dass man einen Monat da ist, ein Monat da ist. Also zum Beispiel, dass wir jetzt einen Monat lang den, ähm, die Kautschukverarbeitung machen und dann aber auch in die Materie reingehen. Warum ist das so? Wie wird das äh, hergestellt? Also im Prinzip ganz weit in die Chemie einfach reingehen. Genau. Richtig Details mitbekommen. Ja. Und Details liegen auch hier vor dir, Daniel. Hm. Magst du uns mal was vorstellen? Was, äh, ja, was liegt da vor dir, was man auf jeden Fall zum Beispiel am frühesten mit in der Hand hat in der Verfahrensmechanik? Genau. Du sagen? Also bei dem äh, Verfahrensmechanik ist es so, wir verarbeiten ähm, unseren ähm, Kautschuk in diesem Fall. Das ist unser Naturkautschuk. Wir haben jetzt hier auf der Seite nochmal unseren synthetischen Kautschuk. Und ähm, wir haben unterschiedliche Chemikalien, die wir einmischen im Innenmischer: ähm, Schwefel, Stearinsäure, Ruß und so weiter. Und wenn wir das alles zusammengemischt haben, ja, kriegen wir eine Kautschukmischung her und diese Kautschukmischung wird weiterverarbeitet zu einem Endprodukt. Ne? zum Beispiel symbolisch haben wir jetzt hier einen Reifen, aber Die auch sind ein bisschen größer. Also ja, ein bisschen, sein, größer, ein bisschen größer, größer bisschen größer. größer gut. Genau. Und wir haben auch Luftfedersysteme, wir haben Antriebssysteme, ist alles mit dabei und das ist quasi unser Endprodukt und wir verarbeiten aus diesen ganzen Sachen unsere Elastomere, unsere Gummiartikel. Unsere Gummiartikel, Elastomere heißt das. Richtig. Ich lerne viel dazu. Pavel, sag mal, man, man sieht hier ja, was man herstellt. Das stelle ich mir toll vor. Ähm, hast du irgendwo etwas bei dir zu Hause von Dingen, die du selbst hergestellt hast? An sich selbst hergestellt nicht, da ich ja, wie gesagt, Halbwerke herstelle, also Kunstlederfolie, Autofolie. Ähm kann ich jetzt nicht einfach mal so mit nach Hause nehmen, aber ich habe <laughs> hab auch einen Kontinentalreifen zu Hause. Ja. Ah. Ich selbst Den habe ich selbst hergestellt bei, im Ausführungscenter. Mega cool. Ja. ja. ja ähm es, es gibt so viele Ausbildungsberufe, äh, Daniel, bei euch auch. Wir gucken gezielt auf den. Dann sagt doch mal, das würde mich interessieren, wenn ich jetzt Verfahrensmechanikerin werden möchte. Was gibt es noch Möglichen auch für Weiterbildung, mhm. Möglichkeiten oder irgendwelche Benefits? Was macht spannend, bei Continental zu sein? Ja, okay. Ja, generell haben wir ganz viele Cross-Move-Einsätze. Ja? Das heißt, ähm, wir, sind, wir haben in Hannover drei Standorte, ja? Stöcken, Fahrenwald und Finnhorst. Wir wechseln quasi immer die Standorte mit den Auszubildenden und wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel nach Puchow in die Slowakei zu fahren. Genau, und da haben wir mal, Herr Kolisov, der war da unterwegs, hat das Reifenwerk da besucht für zwei Wochen. Also wir sind auch unterwegs und besuchen andere Standorte. Weiterbildungsmöglichkeiten haben wir, also man kann den Meister machen, man kann einen Techniker machen oder einen technischen Betriebsvertrag ausatteln, ist alles möglich. Du warst da, Pavel, Das ist ja spannend. Wie war das für dich? Es war unglaublich. Also, <laughs> unglaublich sogar. also das ist, Man kann sich nicht vorstellen, wie groß das ist. Also man, man stellt sich vor, wie groß Steckenkontinental äh, ist. Aber das ist das Doppelte, Dreifache. Und das ist nur eine. Das sind nur zwei, drei Hallen. Mhm. Das ist. Äh, also kann ich nur jedem empfehlen, der da, der wirklich mal äh, Interesse hat, weil wir haben das jetzt eingeführt, dass jedes Jahr drei, vier Leute reingeschickt werden. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja super, Pavel, ich komme, ich fahre, ja. ich fahre dahin. Ähm, Holger, vielleicht zum Abschluss noch mal ähm, für dich. Ähm wenn, also man weiß ja oft nicht, was hinter Berufen steckt. Ne? Wie wichtig sind Praktika in solchen Bereichen? Was würdest du sagen als Berufsberater? Ja, die sind ganz wichtig, mhm. weil das ist ja auch die Chance, mal was kennenzulernen, was ich nicht kenne. Also ich sage ja. immer, macht Praktika in Bereichen, die ihr nicht kennt. Nicht das, was eure Eltern machen oder was ihr aus anderen Zusammenhängen kennt. Und das ist genau die Chance, mal auf solche interessanten Berufe zu stoßen und auch mal zu entdecken, Mensch, die Welt ist bunt äh, und da gibt es noch viel mehr als das, was ich weiß. Wunderbar. Und wenn man es nicht weiß, kann man euch auch eine Mail schreiben äh, an hildesheimberufsberatung.arbeitsagentur.de für weitere Fragen. Äh, Daniel, jetzt ja. ist die Zeit hier schon rum, aber wir werden jetzt gleich nochmal richtig die Fakten checken. Wir möchten nämlich äh, die SchülerInnen, die jetzt hier im Studio sind, selbst zum Zuge kommen lassen. Die dürfen jetzt Fragen stellen und wir starten mit dem Faktencheck. 11 Sekunden Zeit pro Frage hat jetzt Daniel nur und bei uns sind die Schülerinnen und dürfen direkt losgehen, loslegen. Lieber Daniel, bist du bereit? Es wird jetzt zackig gehen. Ich bin bereit. Ich bin für alles bereit. Wunderbar. Dann starten wir direkt mit dem Faktencheck. Haben Sie Rücklagen für schlechte Zeiten? Ja, genau. Also ähm, Continental hat äh, kleine Rücklagen und gerade so in Corona Zeiten und so weiter sind wir eigentlich ganz gut mit Hilfe der Rücklagen durchgekommen. Was könnte mich an Ihrem Job am meisten frustrieren? Sehr coole Frage. Ähm, es kann durchaus sein, dass es ähm, an den Maschinen so ein bisschen eintönig wird, ja. aber wir sorgen dafür, dass wir über, einen Job, über eine Job-Rotation quasi eine Flexibilität reinkriegen. Glauben Sie, dass es in der Zukunft möglich wäre, in diesem Berufsfeld vollständig automatisiert zu arbeiten? Welche Vor- und Nachteile hätte dies für Sie? Wow, eine sehr spannende Frage. Ähm, Automatisierung ist ein großes Thema bei uns. Ähm, Teile unserer Produktion sind schon automatisiert, aber natürlich nicht alles. Ähm, ganz automatisiert wird es nicht funktionieren. Wie unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter, wenn diese familiäre Probleme haben? Auch eine gute Frage. Ähm, wir haben. Ähm ja, es ist ähm, quasi im Bereich, da kann man halt anrufen. Die Mitarbeiter können erstmal zu uns kommen, zu dem Produktionsbereich äh, oder zu den Meistern. Betriebsrat ist mit dabei. Genau. Welche Fehler haben Vorgänger gemacht, die man besser vermeiden sollte? Mmh, okay. Ähm, zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Also, man muss auch mal ein bisschen, ha ein bisschen Biss haben, dranbleiben. Wenn es auch Phasen sind, die vielleicht nicht mal Spaß machen, einmal durchziehen und dann klappt das schon. Was tun Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter motiviert bleiben? Mhm. Ähm, bei den Mitarbeitern ist es so, ähm, genau, also wir haben einmal diese Job-Rotation, wir rotieren quasi die Arbeitsplätze, ähm, wir fragen, wie es hingeht geht und so weiter. Wir haben die Möglichkeit... Ähm, <laughs> 12 Sekunden sind, äh, sind extrem kurz, wirklich kurz, nicht wahr? Wir haben die Möglichkeit, ja, ja jetzt haben wir die leider nicht mehr, ja. aber wir haben schon viel von dir erfahren. Danke ja. für eure Fragen. Danke Daniel von Continental. Ja, im äh, Jobsystem rotierend bleiben ist ja. wichtig und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Das nehme ich auf jeden Fall mit und wir schauen mal bei den Job News, was es noch so für Vielseitigkeiten im Handwerk gibt. und wir gucken auch, was es für Vielseitigkeiten in der Ausbildungsplatz, äh, im ausbildungsplatzangebot gibt. Denn bei What's Next haben wir auch immer ganz konkrete Möglichkeiten, was ihr machen könnt auf unserer Webseite. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass ihr jetzt auch Lust habt, mal in einer zweistöckigen Maschine zu arbeiten oder äh, mit Daniel und Pavel bei Continental äh, eine Ausbildung zu machen. Dann könntet ihr euch für den Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker oder Verfahrensmechanikerin für Kunststoff und Kautschuktechnik bei der Continental AG bewerben. Da gibt es aber auch super viele andere Möglichkeiten, Mechatroniker, Werkzeugmechaniker oder Werkzeugmechanikerinnen, aber auch in die Informatikrichtung, ganz viele andere mechanische Berufe oder sogar kaufmännische Berufe, Logistikberufe und duale Studiengänge. Also da gibt es wirklich für jede und für jeden was bei der Continental AG. Da könntet ihr mal gucken, entweder auf unserer Webseite, die seht ihr auch hier oben, das ist einmal whatsnext.digital-pioniere.com oder direkt bei der Conti. Wenn ihr sagt, ich möchte mich vielleicht eher mit im Hotelbereich verwirklichen, dann könntet ihr vielleicht eine Ausbildung zum Hotelfachmann oder zur Hotelfachfrau machen. Da seid ihr die Seele, das Herz und das Hirn des Hotels. Ihr habt die Kommunikation mit den Gästen in der Hand und sorgt dafür, dass der Laden läuft. Wenn ihr eher in die Verwaltung gehen wollt und so ein Hotel wirklich managen wollt. Könnt ihr aber auch zum Beispiel Kauffrau oder Kaufmann für Hotelmanagement werden? Auch das ist ein Ausbildungsberuf, den der Dehoga, der Deutsche Hotel- und Gastgewerbeverband, für euch bereithält. Schaut doch da mal auf dehoga-ausbildung.de, da findet ihr alle Ausbildungsmöglichkeiten, damit ihr zum Team Gastro vielleicht bald gehört. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sich über allgemeinere Sachen zu informieren. Wenn ihr sagt, das ist so ganz konkret noch nicht mein Ding, dann könntet ihr zum Beispiel auf der Seite der Handwerkskammer gucken. Auf handwerk.de findet ihr tatsächlich die Vielseitigkeit der handwerklichen Berufe auf einer Seite. Wenn sie nicht gerade von einem Cyberangriff betroffen ist, gibt es auch von der IHK eine Internetseite, wo ihr eher die Industrie- und Handelsberufe findet. Ich hoffe, dass sie, wenn ihr das seht, vielleicht schon wieder online ist. Heute hat es bei mir nicht geklappt. Oder ihr geht auf die Seite. Seite der Arbeitsagentur auf arbeitsagentur.de/jobsuche könnt ihr einfach euch noch mal durch alle möglichen Jobs, die es so gibt, durchklicken, wenn ihr noch ziemlich ideenlos seid. Wenn ihr sagt Ausbildung, vielleicht später, erstmal will ich studieren gehen, dann könnt ihr natürlich auch mal nach den Studienmöglichkeiten schauen, auch da hat die Agentur für Arbeit für euch was bereit, nämlich unter arbeitsagentur.de/studiensuche. Also es gibt viele Möglichkeiten sich zu informieren und wir haben einige von euch für euch vorgestellt. Wie vielseitig das Handwerk ist, kann man auf der Webseite sehen, kann man aber auch hören, wenn man den nächsten Beitrag sich anschaut, denn meine Kollegin Maja hat mit Linda von der Handwerkskammer bei einem Kaffee darüber gesprochen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Viel Spaß. Heute trinke ich mal einen Kaffee mit der Handwerkskammer. Bei mir ist Linda Großhennig. Schön, dass du da bist, Linda. Hallo, Maja. Du bist Matcherin in der Handwerkskammer, das heißt, du bringst Ausbildungsbetriebe und Azubis zusammen. Was genau heißt das? Was macht ihr da so? Ja, gemeinsam mit meinen vier Kollegen bin ich bei uns im Kammerbezirk unterwegs. Uns kann man finden auf Ausbildungsmessen und auch an den Schulen. Und ja, wir nehmen Kontakt mit jungen Leuten auf, die sich für eine Ausbildung im Handwerk interessieren und können dann einen Ferienjob und ein Praktikum oder auch eine Ausbildung vermitteln. Was für Berufe gibt es eigentlich im Handwerk? Was umfasst das Ganze? Das Handwerk ist total vielseitig. Es gibt insgesamt 130 Berufe im Handwerk. Bei uns hier im Kammerbezirk gibt es ja um die 35 Ausbildungsberufe, die man erlernen kann. Und da ist eigentlich für jeden was dabei. Es geht vom Anlagenmechaniker über den Friseur, über den Maler und Lackierer, über den Metallbauer bis zum Tischler und auch der Zimmerer. Gibt es denn auch so Berufe, an die man erstmal so gar nicht denkt, die aber trotzdem zum Handwerk dazugehören? Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer noch mal so kleinere Berufe, wo man erst danach ne, sieht, ah, okay, es gehört auch zum Handwerk. Da gibt es zum Beispiel den Modisten oder auch ähm, den Segeltuchmacher, den Weintechnologen. Es gibt immer noch andere Berufe, die auch zum Handwerk gehören. Was macht ein Modist? Der macht Hüte. Hüte. Wie finde ich denn jetzt heraus, ähm, ob eine von diesen Ausbildungen das Richtige für mich ist? Ich sage immer, man sollte sich erstmal selber überlegen, wo liegen meine Interessen, wie stelle ich mir meinen späteren Berufsalltag vor und ja, dann natürlich gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir führen auch Beratungsgespräche durch, wir haben Berufswahltests, den wir ähm, gerne mit dir gemeinsam machen und auswerten und dann ist es immer am besten, selber praktische Erfahrungen zu sammeln. Das geht natürlich über einen Ferienjob oder ein Praktikum immer am besten. Einfach mal den Betriebsalltag kennenlernen, mal die Maschinen bedienen, das. Ähm, Material anfassen, um einfach herauszufinden, ob das was für mich ist. Wenn ich mich jetzt für eine Ausbildung entscheide, dann muss ich mich ja auch erstmal bewerben. Und dann kommt ihr ins Spiel, ihr Matcher, ihr könnt da nämlich bei unterstützen. Wie genau macht ihr das? Wir haben ja den Kontakt zu unseren Betrieben und wissen immer ganz gut, welcher Betrieb vielleicht gerade noch einen Auszubildenden sucht oder ein Praktikum anbietet. Und du kannst gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir führen dann natürlich ein kleines Kennenlerngespräch durch, um uns gegenseitig ein bisschen kennenzulernen. Und dann können wir dich quasi bei unseren Betrieben vorschlagen. Und die melden sich dann bei dir. Und unterstützen mich dann auch in so Sachen wie Bewerbung schreiben und sowas. Genau, solltest du da noch Fragen oder Probleme haben, unterstützen wir dich da auch gerne. Jetzt haben wir ja von dir gehört, was ein Matcher so macht. Das ist ja jetzt nicht die einzige Abteilung, die die Handwerkskammer hat. Was macht ihr denn außer bei What's Next, Kaffee zu trinken? Die Handwerkskammer hat total vielseitige Aufgabengebiete. Wenn du dann eine Ausbildung im Handwerk anfängst, wird dein Ausbildungsvertrag bei uns eingetragen. Das machen dann meine Kollegen in der Lehrlingsrolle. Solltest du dir vielleicht danach überlegen, einen eigenen Betrieb zu gründen, wird auch dieser bei uns ja, angemeldet. In der sogenannten Handwerksrolle wird er eingetragen. Und wir nehmen natürlich auch die Prüfung ab im Gesellen- und auch im Meisterbereich. Und ja, haben viele verschiedene Beratungsfunktionen und sind aber in erster Linie natürlich der zentrale Ansprechpartner rund ums Handwerk hier in der Region. Also das Handwerk ist super vielseitig und wenn ich Fragen habe, kann ich mich immer bei euch melden und ihr unterstützt mich ja sogar beim Bewerbungsprozess. Genau. Vielen Dank für deine Infos, Linda. Gerne. Es gibt 35 verschiedene Berufe im Handwerk. Einer davon ist jetzt gleich hier vertreten durch meinen nächsten Spezialgast. Wir hatten zwar schon über weiche Dinge gesprochen, jetzt wird es ein bisschen härter, denn unsere nächste Expertin kennt sich sehr gut mit Steinen aus. Denn zu Gast ist hier die Steinmetzin Alina Roman von der D ⁇ L Roman GmbH aus Hildesheim. Hallo Alina, schön, Hallo. dass du da bist. Ähm, Steinmetzin, du gehst die, 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 die so Metscherin und ich ähm, glaube, dass du natürlich äh, mit dem Namen Roman in einer Roman GmbH vermutlich da schon reingeboren wurdest in diesem Beruf. Ist das so? Genau, also ich bin im Prinzip in dem Betrieb aufgewachsen, habe als Kind schon auf dem Hof gespielt, bevor wir da gewohnt haben. Meine Großeltern haben da gearbeitet. Das heißt, immer wenn wir in den Betrieb gefahren sind, hieß es... Mit besuchen, das war immer cool. Ich habe so, der Boden ist Lava gespielt auf den Steinen, die halt so im Hof lagen. Das, das hat immer Spaß gemacht, ja. Das heißt, dir war von Anfang an schon klar, dass du mal Steinmetzin werden möchtest? Nee, nicht so wirklich. Ich habe vorher was anderes gemacht, ich habe vorher studiert, habe auch in einem anderen Beruf gearbeitet, aber mir ist dann klar geworden, mm -mm. ich möchte nicht, dass der Betrieb nach über 120, damals waren es über 120 Jahren, ähm, dann irgendwann zugemacht wird, wenn mein Vater äh, nicht mehr den Betrieb führt. Und deswegen habe ich dann entschieden, ich lerne das. Und äh, deswegen stehe ich jetzt hier. Also man, man sollte ja wahrscheinlich nicht nur die, äh, die, die Motivation haben, einen Betrieb nicht untergehen zu lassen. Ich hoffe, dass Nein. du auch ein bisschen Leidenschaft dafür mitgebracht hast für diese Steine. Was, was fasziniert dich an diesem Beruf so? Also es, also man merkt, dass man in so einer Familie aufgewachsen ist schon, also im Studium schon und auch vorher in der Schule. Also ich bin zum Beispiel, als wir in Rom waren mit dem Kurs, bin ich immer mit dem Fotoapparat über die Fußböden gelaufen und habe die Fußböden fotografiert, mhm. weil ich die Fußböden halt mega geil fand. Und ähm, ja, man hat einfach einen ganz anderen Blick, wenn man durch die Stadt läuft oder so. Man sieht halt überall, hey, das ist aus Stein gemacht und das könnte so alt sein und das ist einfach total cool. Und das ist, was man auch in der Schule lernt. Also man lernt in der Schule auch ähm, Sachen wie man sieht einen Spitzbogen und weiß, okay, das ist außer Gotik. Und mhm. ähm, sieht auch, kann auch an Mauerwerken dann irgendwann erkennen, sind die wirklich alt oder ist das nachgebastelt, irgendwann mal später. Okay. Das ist super cool. Also du hast diesen Steinblick und siehst ganz viele Sachen. Du hast gesagt Fußböden, vielleicht kannst du noch mal so ganz kurz sagen, wer braucht einen Steinwärts? Ich kann an Grabsteine fallen mir sofort ein, aber es genau. gibt wahrscheinlich noch viele andere Sachen. Ja genau, Grabsteine ist so das Typische, da denken immer alle dran, alle sagen, oh Mensch, du rennst den ganzen Tag über den Friedhof, aber nein, wir machen auch Küchenarbeitsplatten, wir machen Bäder, wir machen Terrassen, Treppen, Außentreppen, Innentreppen, also wir machen das Haus schön und das, das ist cool. Also vor allen Dingen, wenn man da hinkommt, also einmal haben wir zum Beispiel eine Hauseingangstreppe gemacht und da war ein Loch so, da konnten die Leute auch nicht mehr rübergehen. gehen. Und als wir fertig waren, war da eine richtig hübsche Treppe und das Loch war zu. Cool. Und das ist ja auch ein Teil, wir können jetzt nicht genau. länger darüber schweigen. Hier steht ein Werk, das hast du auch mal gemacht. Das ist dein genau. Gesellenstück. Das ist mein Gesellenstück. Das habe ich äh, im Juli letzten Jahres gehauen. Ähm, das muss man sich eigentlich umgedreht vorstellen. Das sind so Dinger, die man eigentlich so aus Kirchen oder sowas mhm. kennt. Ähm, da stellt man normalerweise, also das wird in die Wand. Und da stehen normalerweise so, also in Kirchen stehen da Statuen drauf oder was auch immer man da drauf stellen möchte, steht jetzt nur halt besser deswegen so rum. Und das sieht so aus, als hätte man das irgendwie mit, mit so einer äh, Kreissäge oder so abgeschnitten, weil es so perfekt gerade äh, Linien sind. Aber du hast mir erzählt eben schon, du hast es mit der Hand gemacht. Genau, also das war ursprünglich mein Klotz, der war halt so viel länger, ne? das war ja. einfach ein Klotz. Und dann habe ich angefangen ähm, mit diesen Werkzeugen das zu bearbeiten. Also das sind wirklich Handwerkzeuge, so wie sie. Ähm, ja, schon vor langer, langer Zeit und zum Teil vor Jahrhunderten benutzt worden. Klar, die Materialien haben sich ein bisschen geändert. Also die waren früher komplett aus Holz, weil das ist Gummi und mhm. das muss ein bisschen federn, damit man eine andere Kraft hat oder Krafteinwirkung. Die waren früher aus Holz. Aber im Prinzip wurde so vor ganz vielen Jahrhunderten gearbeitet. Und das ist halt auch so cool, weil ja, man sieht zum Beispiel Bearbeitungen wie zum Beispiel dieses, dieses Geriffelte hier und weiß, okay, das wurde mit so einem so einem Eisen gemacht und das haben die damals genauso gemacht. Mhm. Und das ist total geil. Also gerade auch, wenn man durch alte Kirchen läuft oder so, man, man sieht einfach, wie die damals gearbeitet haben. Ja. Ja. Und, und das ist ja jetzt schon sehr noch irgendwie äh, so mathematisch, würde ich mal sagen, von der Form genau. her. Es also sind auch äh, geschwungene Sachen drin. Genau. Ähm, die Statue drauf, hast du die auch noch gemacht? Nee, die habe ich nicht gemacht. Also ähm, ich bin äh, Steinmetz und Steinbildhauer, Fachrichtung Steinmetz. Steinmetz ist alles das, was man ausmessen kann, mit Schablonen abmessen kann und so weiter. Dann gibt es noch die Steinbildhauer und die machen das, was da gestellt mhm. wird. Also diese Statuen und so und die machen das Kreativere. Wenn ich, jetzt überlege, irgendwie, wenn ich mir vorstelle, ich male nur ein Gesicht irgendwie auf einem Blatt Papier, dann mhm. ist das so krumm und schief, dass das niemand sehen will. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss das aus einem Stein hauen, mhm. ähm, da kriege ich auch ein bisschen Angst, weil ich Angst habe, das Material kaputt zu machen. Ist das auch manchmal so eine Sorge, die du hast, dass ein Hauer zu viel und das ganze ja, Ding ist kaputt? Ja klar. Also das sieht man zum Beispiel hier. Hier ist so eine kleine Ecke mir weggesprungen. Das kann passieren. Und was weg ist, ist nun mal weg. Ne? Aber man, es gibt auch Möglichkeiten, das wieder anzuflicken. Und gerade ähm, die Steinbildhauer, die basteln das Ganze oder modellieren das Ganze vor und haben dann so Geräte, mit denen sie das abnehmen und ähm, dann wird das relativ vorsichtig gehauen. Aber okay. da kenne ich mich nicht so gut aus, weil wie gesagt, Steinbildhauer Aber, ich aber wenn so ich jetzt mich jetzt für eine Ausbildung zum Steinmetz interessiere, brauche ich jetzt nicht eine einzelne Kunst. Nee, und vor allen Dingen, man lernt das in der Schule. Das ist super cool. Wir haben nämlich da ähm, ein Zeichenkurse richtig. Da lernt man erstmal, wir haben gerade Linien zeichnen gelernt. Ich mhm. wusste nicht, dass man das lernen muss, gerade Linien zu zeichnen. Aber ja, muss man. Und ähm, da lernt man perspektivisch zu zeichnen. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig in der, äh, im Betrieb. Weil, wenn Leute kommen und sagen, ich möchte, weiß nicht, den und den Grabstein haben, dann kann man den mal eben skizzieren. Und genau das lernt man in der Schule. Mhm. Und viele Leute, auch bei mir aus der Klasse, haben gesagt: oh, Boah, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Und. Als sie wussten, wie es funktioniert hat, sah das geil aus. Ja, cool. Ja. Und vielleicht noch mal so, was ist so das Spannendste, was du mal gemacht hast? Gibt es irgendwie so Sachen, wo du sagst, boah, das, das finde ich super cool, das, das, da kann man sich auch drauf freuen, wenn man das macht? Und, ähm, ja. Also mir macht es einfach Spaß, am Ende des Tages zu sehen, was man geschafft hat. Also einfach, wenn, wenn wir den Boden belegt haben. Und das sieht einfach total schön aus am Ende des Tages. Das, das macht Spaß. Also da freue ich mich auch jeden Tag drauf. Einfach... Dieses ja, mit den Händen arbeiten und dann am Schluss des Tages sehen, was, was man geschaffen hat. Und wie gesagt, mir hat auch das Künstlerische in der Schule Spaß gemacht, mhm. ähm, einfach dieses Modellieren und so. Und ist es, also, so, wenn ich an Steine denke, denke ich auch an Schleppen und an Schwer und diesen irgendwie immer den Hammer zu. Hm? Ist, ist das super anstrengend, dieser Beruf? Muss ich, muss ich irgendwie ordentlich auch Muckis mitbringen, wenn ich das machen will? Also Muckis kriegt man auch, äh, aber klar, man muss ein bisschen was tragen, aber wir haben inzwischen auch Hilfen. Also wir haben so Vakuumsauger, mit denen man Platten hochheben kann und Kräne und äh, alles damit. Damit es für uns nicht so schwer wird. Wir haben zum Beispiel für einen Friedhof auch so einen Portalkran. Da ähm, hat man wie so einen Seilzug, an dem man die ähm, Steine runterlässt, damit wir die nicht schleppen müssen, oder? oder? Ganz einfach Sackkarren. Ne? Also, wir tragen nicht den ganzen Tag Steine durch die Gegend, nein. Okay, also, wenn ich jetzt ähm, Lust bekommen habe, mich mit, mit Steinmetzerei, sagt man das? M mit dem Steinmetzberuf. Ste am mit besten. dem Steinmetzberuf, mit Steinbearbeitung. Steinbearbeitung <laughs> zu beschäftigen. Kann ich bei euch ein Praktikum machen? Klar. Auf jeden Fall gerne. Also, Praktikanten nehmen wir immer gerne, die kommen dann damit hin, was wir gerade so zu tun haben. Wie gesagt, Baustelle, Friedhof. Ähm, wenn genug Zeit ist, dann auch gerne mal ähm, in die äh, Tischlerei und dann selber am Stein richtig arbeiten. Dann kriege krieg ich von dir irgendwann vielleicht auch mal einen Hammer und einen Meißel in die Hand gedrückt. Bitte. <laughs> ja, ich nehme ihn tatsächlich mal. Vielen Dank, ähm, dass du uns deinen Beruf vorgestellt hast. Ich finde es tatsächlich faszinierend und wenn ich sehe, wie du strahlst, wenn du über das alles erzählst, ja. habe ich tatsächlich jetzt Lust, ähm, mich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Also danke Alina und wir gucken mal weiter, denn wir haben uns ja eben schon, wurde es schon ein bisschen vor, äh, angeteasert, dass wir heute auch jemand aus dem Hotel da haben und der ist jetzt bei meiner Kollegin Nele im Thementalk. Ja, du bist kommunikativ, du hast Bock auf Menschen, freundlich sein fällt dir leicht. Äh, vielleicht ist dieser Beruf schon was für dich, was dich interessieren könnte. Für das Hotelfachgewerbe und so viel mehr darüber hinaus habe ich jetzt hier Profis eingeladen, die uns da was darüber erzählen können, was alles dazugehört. Herzlich willkommen hier in der Runde. An erster Stelle sitzt hier Nicole Rösler, Berufsbildungsbeauftragte von dem DeHoga Bundesverband, Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Schön, dass du da bist. Danke. Und daneben haben wir Darlene Burek. Und du bist schon Hotelfachfrau seit Januar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. <laughs> und auch wieder mit dabei Holger Gabatsch von der Berufsberatung Agentur für Arbeit. Schön, dass du auch noch mal da bist. Ja, wir möchten gerne mal ein bisschen über Berufe sprechen. Da gibt es ja super viele Berufe, Nicole, äh, in diesem Bereich. Aber wir gucken uns jetzt mal zwei an oder sneaken da mal so rein. Einmal Hotelfachfrau Mann und Kaufmann, Kauffrau für Hotelmanagement. Magst du uns die beiden Berufe oder sagen wir mal, fangen wir mit dem ersten Mal an. Nicht alles auf einmal. Hotelfachfrau Mann. Was ist das für ein Beruf? Was macht man da? Na, im Prinzip äh, lernt man alle Bereiche des Hotels kennen, also durchläuft in der Ausbildung alle Stationen. Also von der Rezeption, wo man lernt, die Gäste einzuchecken oder am nächsten Morgen wieder auszuchecken. Dann schnuppert man mal in die Küche rein, man ist ein bisschen im Service, wobei mhm. der Bereich ein kleiner ist. Und dann lernt man eben ganz viel hinter den Kulissen. Also wie funktioniert der ganze Ablauf des Hotels, wie funktioniert der Einkauf, was ähm, wie funktioniert das, dass alle Zimmer immer sauber gereinigt sind, mhm. dass der Gast auch in das richtige Zimmer kommt. Und ähm, ja, und wenn ich das alles äh, kennengelernt habe, dann ist es so wie bei Darlin, dann macht man irgendwann die Abschlussprüfung. Und der Unterschied, das war vermutlich ja. die nächste Frage zu den Kaufleuten, ist, dass die noch viel mehr eben diesen kaufmännischen Teil lernen, also einmal den Buchhaltungsbereich, aber auch den Teil, ja, das hat immer so tolle Namen dann, wie man... So und jetzt fallen sie mir nicht ein, das ist ja der Aha. Kameramoment. <laughs> das ist überhaupt nicht schlimm. Also frag Channel Management zum Beispiel, Channel -Management. fällt mir doch ein. Also ja. wie dieser ganze Vertriebsapparat äh, im Hotel funktioniert, also ähm, ja, wie verkauft sich ein Hotel? Mhm. Und das ist ja im Zeitalter der Digitalisierung sind da einfach ganz viele Dinge neu gekommen und dazugekommen und deswegen sind die Berufe eben seit letztem Sommer auch neu aufgestellt. Sie wurden frischer gemacht und eben dem der Zeit angepasst. Das heißt, als äh, Kauffrau, Kaufmann für Hotelmanagement, geht es auch noch um das Außenmeer. So, wenn ich als Fachmeer drin bin und das Haus im Blick genau. habe, geht es auch noch ums Außen. Ah, schöner Aspekt. Wir kommen mal aufs Innen, liebe Darlene. <laughs> denn du hast Innen gelernt, wenn man das so sagen darf, <laughs> und bist jetzt auch schon fertig. Sag doch mal, wir fangen mal ein bisschen früher an, nämlich vor über drei Jahren. Wie bist du denn auf die Ausbildung gekommen zur Hotelfachfrau? Ich hatte wie so viele wahrscheinlich nach dem Abitur äh, keine Ahnung, was mich erwartet in der Zukunft, was ich machen möchte. hatte nicht ansatzweise eine Richtung, in die es gehen sollte und habe dann mich für mehrere Praktika entschieden, unter anderem halt auch Hotelfach und ähm, ja, habe es eigentlich eher gemacht, um es auszuschließen, weil es halt wegen der flexiblen <laughs> Arbeitszeiten und so eigentlich gar nicht für mich in Frage kam, aber es war einfach, also ich, ich war da und es hat einfach super Spaß gemacht, mit den Menschen zu arbeiten, mit den Mitarbeitern im Team. Es war rundum perfekt. Ist man denn von Anfang an, Darlin, in der Praxis direkt drin? Das ist ja auch wahrscheinlich mit Berufsschule im Wechsel. Wie läuft das ab? Was ist so eine erste Situation, wenn du dich zurückerinnerst, wo du so warst, in welcher Abteilung im Hotel? Also ich habe ja mit dem Praktikum angefangen. Da war ich, meistens fängt man halt zum Housekeeping an oder halt mit irgendeiner leichteren Abteilung, dass du dich halt in der Schule auch schon auf die schwereren Aspekte halt vorbereiten kannst und hast halt zweimal die Woche Schule im ersten Lehrjahr und dann halt nur noch einmal die Woche und ja, dann durchlebst du halt einmal alle Stationen. Okay. Du bist jetzt im Restaurant tätig, richtig? In was für einem Hotel bist du denn jetzt? Da bin Hilton, Hannover, Schweiz auf. <laughs> Wie oft musst du das am Tag sagen? <laughs> Dadurch, dass ich jetzt im Restaurant bin, tatsächlich gar nicht so oft, weil unser Restaurant hat einen eigenen Namen. Das ist das Alberts mhm. und ähm, ja, aber an der Rezeption oder so kommt es dann halt schon mal öfter vor. <laughs> Aber sag mal, du bist ja schon automatisch so am Strahlen. Und es gehört natürlich mit zu dem Beruf, sehr präsent zu sein, sehr wach zu sein, offen zu sein. Ähm, ist das was, das stelle ich mir vor, dass einem das auch nicht immer leicht fällt? Ne? Also, man ist ja auch nicht immer in guter Laune, man kommt auch mal ein bisschen rumpelige Leute ran und so. Ähm, wie hast du da so für dich rausgefunden, was ein guter Weg ist? Ja, also zum einen wird man, finde ich, durch das Team, wenn man halt das gute Team hat, halt ermuntert äh, und motiviert und so und hat dann ja auch Spaß bei der Arbeit. Das zählt halt unheimlich viel dazu und manchmal muss man halt manche Sachen auch einfach runterschlucken. Ja. Bisschen Disziplin gehört wahrscheinlich ja. dazu. Holger, Stichwort äh, Disziplin. Wenn ich mir so einen, wenn ich denke, oh, das könnte mein Beruf ja. sein, ja, als Hotelfachfrau oder Mann, ähm, muss ich dann ganz gezielt ein Hotel anschreiben und da selber hingehen? Oder wie läuft das so ab, wenn ich das werden möchte? Das kann ich natürlich machen. Ach, du machst das für mich. N nein, wenn ich sage, so. ich will diesen Beruf erlernen. Aber nein, das war gar nicht ganz falsch. Das wäre der eine Weg, dass ich als Schüler direkt zum Hotel ja. gehe und frage mal Praktikum oder ich bewerbe mich. Aber der andere Weg, der führt zu uns oder zu mir. Zur Berufsberatung, wenn jemand kommt und sagt, Mensch, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, ich habe vielleicht auch Interesse an Sprachen, das wird ganz oft genannt, ich will vielleicht später im Ausland arbeiten. Was gibt es da für Berufe? Und da sind wir ganz schnell eben beim Hotelbereich. Und wenn jemand sagt, jawohl, das ist genau mein Ding, dann können wir wieder, genau wie bei den Verfahrensmechanikern, weiterhelfen und sagen, guck mal, hier gibt's Hotel A, Restaurant B und da kannst du dich bewerben. Das ist unsere Vermittlung. Da helfen wir gerne. Sehr schön. Also wenn ich das werden will, dann komme ich zu dir, Holger. Yes, Nicole. Ähm, du hast ja selber 17 Jahre, was du selbstständig und hast in dem Bereich gearbeitet und bist da auch durch alle, alle verschiedenen Facetten durch. Sag mal, ähm, was würdest du sagen ist eine, eine Eigenschaft, die dir total wichtig wäre, wenn jemand eingestellt wird? Was gibst du damit so auf dem Weg? Ich sag immer, das Herz muss am richtigen Fleck sein. Also ich muss Menschen mögen und ähm, wie da Linas eben so schön beschrieben hat, also ähm, ich habe in meinem ersten Ausbildungsjahr gehört, wir sind alle eine Familie und da habe ich gedacht, äh, was redet ihr für einen Blödsinn, ich komme aus dem Dorf und da wohnt mein Mama und Papa und das ist meine Familie und äh, tatsächlich ist es so, ja, man begegnet sich immer wieder, also mir ist auch schon passiert, dass ich zum Beispiel in London war und auf einmal eine ehemalige Mitschülerin aus meiner Ausbildung getroffen habe, weil die da gerade im Hotel gearbeitet hat und ich wiederum jemand anderen kannte. Also ich habe wirklich dieses Gefühl, wir sind eine große Familie und man begegnet sich immer wieder. Und so hat man dann natürlich auch seine kollegialen Freunde. Ähm, ja die einen dann morgens vielleicht angucken und sagen huch was ist mit dir los oder auch mittags oder nachmittags je nachdem wann man anfängt zu arbeiten mhm. äh, die einen gut kennen weil man eben auch so viel mit anderen Menschen zu tun hat habe ich natürlich auch sehr verständnisvolle Kollegen meistens in meinem Umfeld mhm. so dass das wirklich ein gutes Auffangen ist und dann macht man seine Witzchen und schon strahlt der Tag wieder und man selber kann auch strahlen. also ein Geben und Nehmen ist, das klingt genau. spannend ja das klingt spannend und bietet einem bestimmt auch ein sicheres Nest auf eine gewisse Art und Weise, mhm. man so gut vernetzwerkt ist automatisch in der Branche. Und man ist ja, also es ist so abwechslungsreich und vielseitig. Also es, wir hatten vom DEHOGA mal die Werbung alles andere als Alltag. Und ich finde, das trifft es total. Also weil ich nie weiß, auf wen treffe ich, wen begegne ich, wer ist mein nächster Gast. Ähm, ja, und das macht es total spannend, ähm, Ja, weil ich da wirklich auch immer gute Kontakte knüpfen kann. Und ähm, ja, manchmal... Also, eigentlich ist meine Prämisse immer, sorgt dafür, dass der Gast ein bisschen glücklicher geht, als er gekommen ist. Mhm. Aber manchmal passiert es ja auch andersrum. Ne? Also, dass man selber vielleicht gerade einen, ich sag mal, schlappen Moment hat und dann sagt ein Gast was Nettes zu einem äh, und schon ist auch da wieder der Tag gerettet. Also, ich finde, es ist sehr kurzweilig und äh, man hat einfach eine gute Zeit. Sehr schön. Improvisationstalent scheint auf jeden Fall auch gefragt zu sein. Das finde ich aber auch schön. Das, macht, ne? das bringt so ein bisschen Würze rein und Überraschung. Mhm. Wir sind schon am Ende unsere kleine, unseres kleinen Talks. Man darf dich ja auch ansprechen, anschreiben. Wir werden auch nochmal eine Homepage von Website vom Dehoga ein, einverleiben unten ins Banner. Und dann kann man da auch noch weitere Fragen stellen. Vielen Dank schon mal. Und jetzt möchten wir dich mitnehmen, also ich dich zum Faktencheck. Denn jetzt wird es wieder ernst. Jetzt hat Nicole ganz wenig Zeit und muss ganz viele Dinge in wenige Sekunden. Kunden quetschen los geht's ja zwölf sekunden zwei runden nicole hat wenig zeit und ich bin sehr gespannt auf die fragerunde los geht das welchen Wert legen Sie auf Nachhaltigkeit? Oh, großen. Also, ich persönlich ganz großen, aber auch in der Branche, worauf die Frage wahrscheinlich abzielt, äh, kommt es auch immer mehr. Also, es gibt zum Beispiel äh, Seminare, wie man Müll vermeidet oder ja, immer mehr einschränkt. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mal einen unzufriedenen Kunden haben? Ja, ich versuche ihn zufrieden zu machen, indem ich gucke, was fehlt. Ähm, manchmal gibt es natürlich Menschen, die sind mit sich und dem Leben unzufrieden. Da hat man wenig Chancen. Welche Anforderungen muss man erfüllen, um bei Ihnen im Betrieb mal arbeiten zu können? Also, ja, wie eben schon gesagt, das Herz am rechten Fleck haben. Man muss Menschen mögen und man muss auch ein bisschen Grundfitness mitbringen, weil man viel auf den Beinen ist man viel hin und her läuft, egal in welchem Bereich man tätig ist. Legen Sie Wert auf die Frauenquote? Die braucht es bei uns ehrlich gesagt gar nicht, weil ähm, ja, die Branche ist ein tendenziell weiblicher Beruf, also äh, Menschen eine Freude zu machen, ähm, da freuen wir uns eher über die Männer. <laughs> Wie belohnen Sie besonders motivierte äh, Mitarbeiter? Also ja, wir haben eben meistens einen sehr guten Teamzusammenhalt und ähm, gang und gäbe ist es zum Beispiel, wenn man so eine Hochzeitsfeier zusammengearbeitet hat, dann wird danach eine Runde zusammen äh, getrunken oder äh, ja, man unternimmt was zusammen. Wie gehen Sie mit Konflikten unter Mitarbeitern um? Ah. Heikle Frage. Ähm, ja, man versucht natürlich erst mal die beiden ins Gespräch zu bringen und zu gucken, woher rührt er und wie kann man ihn lösen. Aber ich glaube, die Antwort ist so vielfältig wie die Konflikte. <laughs> Aber es ist schön, es zu versuchen. Auf jeden Fall. Danke dir, Nicole. Wie geht's dir? Hast du es gut überstanden? Ja. Puh, geschafft. <laughs> Ihr seid auch safe, ja? Wunderbar. Ja, vielen Dank, Nicole, vom Dehoga Bundesverband, für so viel Herz. Und äh, Ihr erwischt auch diese Videos und Infos dazu bei uns, Instagram, TikTok. Wir sind überall vertreten mit What's Next. Da gibt es auch Informationen zu allen Menschen, die hier waren. Und jetzt gibt es noch mehr Infos, nämlich mit dem Hot Coffee. Da geht es um Ausbildungsort und Homeoffice. Viel Spaß! Hallo Sina. Neben der spannenden Frage, was will ich eigentlich werden, gibt es ja auch noch viele andere Dinge, über die ich mir Gedanken machen muss. Zum Beispiel letztens mit einer Freundin darüber unterhalten, die gerne nach Hamburg ziehen möchte für ihre Ausbildung, aber noch gar nicht so ganz sicher ist, wie sie sich das eigentlich leisten soll. Mhm. Kann man da irgendwie finanzielle Unterstützung bekommen? Die gibt es auf jeden Fall. Also wir bieten das auch an. Nur da ist es wichtig, dass sie ihren Traumausbildungsberuf hier vor Ort nicht findet. Das heißt, er wird hier nicht angeboten. Nehmen wir an, sie möchte nach Hamburg gehen, eine Segelmacherin würde da passen. Diesen Beruf findet man hier vor Ort eigentlich gar nicht. Und dann würden wir das schon auch unterstützen. Wichtig ist, dass sie da nur, bevor irgendwelche Kosten anfallen für sie, einfach mal Kontakt zu uns aufnimmt, einen Termin macht und sich da beraten lässt. Aber so eine finanzielle Unterstützung gibt es dann nur, wenn es den Ausbildungsberuf hier nicht in der Nähe gibt. Mhm. Genau. Ja, ich kann ja auch zwischen meinem Arbeitsplatz und meinem Zuhause pendeln. Mhm. Wann würde es denn Sinn machen, umzuziehen? Gerade bei Jugendlichen ist es wichtig, dass sie ja zu der Ausbildung auch einen Ausgleich haben. Das heißt, der äh, der Freizeitanteil sollte nicht zu gering ausfallen. Und da ist es so, dass wir sagen, so eine Stunde, 15 Minuten sollte eigentlich nicht überschritten werden. Dann macht schon ein Umzug Sinn. Darunter kann man eigentlich auch pendeln, ja. Und wenn ich jetzt pendel und da viele Fahrtkosten ankommen, mhm. würden die denn auch vom übernehmen, also vom Unternehmen übernommen werden? Es gibt Arbeitgeber, die ähm, bieten das an. Ähm, das ist aber nicht ähm, immer so und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, würden wir auch da unterstützen können. Nur äh, da ist es so, dass wir halt nur den ersten Monat unterstützen, bis ähm, ja du dein erstes Ausbildungsgehalt bekommst und dann eigenständig bezahlen kannst. Aber dann könnte ich ja mit solchen Fragen auch immer zu meiner Berufsberatung gehen. Auf jeden Fall. Mhm. Spannend ist vielleicht auch zu erfahren, ob es Berufe gibt, in denen sowas wie nur Homeoffice möglich ist. Mhm. Gibt es natürlich, also gerade im verwalterischen Bereich, also Sachbearbeitung, Büro ähm, oder auch Vertrieb kann man sehr gut im Homeoffice arbeiten. Eine Ausbildung im Homeoffice würde ich nicht empfehlen, einfach weil man viel zu wenig mitbekommt von, von dem Beruf. Ne? Also man hat niemanden, den Ausbilder zum Beispiel, den man mal fragen kann oder Kollegen, Mensch, zeig mir das mal oder erklär mir das nochmal oder lass mich mal mitkommen. Das funktioniert im Homeoffice nicht. Da ist der Kontakt bestimmt dann auch sehr wichtig. Genau. Ja, jetzt sind ja durch die Pandemie mussten viele in, ins Homeoffice mhm. gehen. Oder sind ins Homeoffice gegangen. Da fehlte der Kontakt ja dann auch wieder. Mhm. Aber trotzdem ist ja immer wieder die Rede von dem digitalen Wandel. Ja. Was bedeutet das eigentlich für die Entwicklung des Arbeitsmarktes? Mhm. Der Arbeitsmarkt, also es hat gerade die Pandemie gezeigt, wie du eben schon gesagt hast, der musste sich ganz spontan, flexibel anpassen. Ähm, ganze Bereiche sind weggebrochen. Tourismus, man konnte nicht mehr reisen. Die. Einzelhandelsgeschäfte waren geschlossen, das heißt, man konnte auch nicht mehr ja, vor Ort einkaufen gehen. Also, da war ein ganz großer Wandel da. Und ähm, ja, digitale Medien waren einfach ähm, absolut notwendig. Ne? Also, man ist ins Homeoffice gegangen und allein sich mit Kollegen auszutauschen oder eine Dienstbesprechung wahrzunehmen. Das wurde dann halt über Skype gemacht. Auch Geschäftsreisen sind ausgefallen. Und dann hatte man halt den Kontakt über Videotelefonie und daher sind die digitalen Me Medien halt wirklich wichtig geworden. Es also sind da bestimmt auch neue Berufe dadurch entstanden, oder? Durch ja. Die technischen Entwicklungen. Ähm, ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Also in der Pandemie war es ja nicht möglich ähm, im Textileinzelhandel sich neue Kleidung zu kaufen. Das war alles geschlossen. Wir sind dann online losgegangen und haben uns da ähm, ja online was bestellt. Ähm, Viele Geschäfte hier in der Innenstadt, auch bei uns, haben dann umgestellt. Das heißt, die haben Mitarbeiter eingestellt oder Auszubildende, die sich dann ähm, ja, Kaufleute E-Commerce nennen. Und die haben dann praktisch die, die ähm, Textilien, die im Regal liegen, ähm, präsentiert, indem sie Fotos gemacht haben, das dann online gestellt haben. Und äh, wir konnten das dann online kaufen und uns zuschicken lassen oder abholen. Ja, Veränderungen mag ja zu Beginn dann den meisten Leuten auch erstmal Angst machen, hm. aber eigentlich eröffnet es ja auch ganz viele neue Möglichkeiten. Mhm. Wie war das denn so bei der Berufsorientierung? Also wie hat die sich so in den letzten Jahrzehnten verändert? Ja, ich finde, wir sind sehr viel moderner und innovativer geworden. Das hat auch die Pandemie gezeigt. Also wir mussten wirklich von jetzt auf gleich neue Ideen haben, wie wir an euch Schüler rankommen. Und ähm, ja, wir haben dann ganz schnell die Videoberatung eingeführt. Ist natürlich kein persönliches Gespräch, aber trotzdem sieht man sich. Also es ist besser als Telefon. Ähm, und auch das Format What's Next ist ja eine Art Berufsorientierung ähm, digital, die wir dann ins Leben gerufen haben. Ja, wir können also auch aus vielen Situationen ganz doll profitieren und eigentlich immer mhm. wieder was dazu lernen, genau wie ich in diesem Gespräch hier mit dir. Also vielen Dank für deine Antworten. Sehr gerne. Es gibt Dinge, die lassen sich digitalisieren und es gibt Dinge, die lassen sich nicht digitalisieren. Und darum geht es auch, glaube ich, bei meinem nächsten Gast, denn die kennt sich super aus mit Geburten. Sie ist nämlich eine Hausgeburtshebamme. Hier ist nämlich Nadine Engel zu Gast. Ich habe es gerade schon gesagt, liebe Nadine, du bist Hausgeburtshebamme. Du könntest also jemandem, der im Homeoffice ein Kind kriegt, zur Seite stehen ja, genau. Hallo Marvin. Äh, ja, erzähl doch mal, was, was genau ist eine Hausgeburtshebamme? Also, eine Hausgeburtshebamme ist eine Hebamme, die zur Geburt kommt. Und man kann ja in Deutschland Kinder im Krankenhaus kriegen, man kann Kinder im Geburtshaus bekommen oder auch zu Hause. Wir haben eine Wahlfreiheit. Und das ganz Besondere in Deutschland ist noch, dass, ähm, das wissen ganz viele nicht, zu einer Geburt muss kein Arzt da sein, aber eine Hebamme. Das heißt, ähm, ein Arzt muss mich immer dazu rufen, zum Beispiel im sein. Ich aber kann eine Geburt alleine äh, leiten. Ma, ma, äh, ist das auch ein Vorteil, dass man das alleine machen kann? Ist das was, was du gerne machst? Oder? Ja, total. Also, es ist ja ein Ur uralter Beruf, der ne, früher von Dorffrauen ausgeführt wurde, alte Heilerinnen. Und ähm, also, ich finde, Männer dürfen natürlich genauso diesen Beruf erlernen wie Frauen. Das ist ja jetzt sehr offen. Ähm, aber ich finde, ich muss nicht immer einen Arzt dazu haben. Für Physiologie, also Physiologie ist alles das, was gesund ist, was normal ist in einem Körper. Eine gesunde Schwangere kann zu Hause ein gesundes Baby zur Welt bringen. Cool. Und ich habe ja auch gesehen, es ist ja nicht nur bei der Geburt, sondern auch vor und danach. Mhm. Ähm, hast du dich da auf irgendwas spezialisiert oder macht man als Hebamme dann alles? Ich mache alles. Aber es gibt natürlich auch Hebammen zum Beispiel, habe ich ja gesagt, die sind im Krankenhaus. Und die haben da ihren Schichtdienst und das ist mega anstrengend. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass mein Beruf toller oder besser ist als die Hebammen im Krankenhaus. Ich finde, die leisten da einen unglaublichen Dienst, ähm, mit den Frauen da zu arbeiten. Ähm, aber es gibt halt Krankenhaus und man kann halt in der Vorsorge tätig sein. Vorsorge heißt zum Beispiel... Ähm, in äh, Schwangerschaftsvorsorgen zu machen, Herztöne abhören. Du hast ja und ganz viel mitgebracht. Zeig ja. mal, was wäre denn zum Beispiel was, was du aus deiner Hebammentasche rausholst, was für die Vorsorge gut wäre? Genau, also für eine Vorsorge wäre zum Beispiel als allerwichtigstes, ich frage, also es geht ganz viel auch darum, Kontakt mit der Frau aufzunehmen. Ich höre nicht einfach die Herztöne ab, sondern ich frage erstmal. Bewegt sich das Kind? Und wenn die Frau mir sagt, ja, das bewegt sich total, Mann, guck mal, hier kommt schon wieder ein Bein raus oder, boah, die letzte Woche hat sich noch mal gedreht, glaube ich, dann ist das erstmal eine super wichtige Information. Das heißt, ich glaube nicht nur an diese Geräte, Ach. sondern ich habe ja. Kontakt mit der Frau und das ist super wichtig. Und dann höre ich die Herztöne ab. Und ein Baby, was sich zum Beispiel bewegt, dem geht's gut. Das ist ja bei uns auch so. Wenn wir gut drauf sind, mhm. dann bewegen wir uns und wenn wir krank sind, legen wir uns ins Bett und machen kaum Bewegung. Und ja, damit höre ich die Herztöne ab. Entweder damit, das ist ein sehr altes Gerät, von, von früher noch, ja. ein Pinarohr. Oder mit dem neumodischen, ähm, einem Dopptongerät kann ich die Herztöne auch am Bauch abhören. Okay. Auch unter Wasser. Also zum Beispiel, wenn eine Frau ihr Baby in, der, in einer Gebärwanne kriegt, dann kann ich damit auch unter Wasser abhören. Und für nach der Geburt, was wäre da zum Beispiel was? Nach der Geburt wäre das Baby zu wiegen regelmäßig. Dann komme ich und gucke nach der Frau, gucke, wie ist die Blutung nach der Geburt, gucke, ist die Milch schon da, trinkt das Baby gut und dann kommt das Baby hier rein, ist keine Einkaufstasche hm. und dann kommt es hier dran und dann wiege ich das Baby wie so eine Kofferwaage letztendlich, hm. aber Baby drin. Und das, das klingt aber alles so, Herzschöne hören und Babys wiegen klingt alles sehr entspannt im Vergleich zu dem Stress, den man wahrscheinlich dann hat, wenn es wirklich zur Geburt kommt. Ich da, darf vielleicht mal ganz kurz, bevor wir gerade angefangen haben, hast du noch einen Anruf bekommen? Es kann da ja, ja auch jederzeit sein, nachts, tagsüber. Hat man da den ganzen Tag so eine Grundanspannung? Äh, am Anfang hatte ich das schon. Also ne, ich gehe abends ins Bett, wenn ich weiß, so, oh, wo ist mein Handy. Wenn ich aufs Klo gehe, habe ich mein Handy neben mir liegen. Wenn ich auf, in die Dusche gehe, steht es an der, an der Wand. Also es ist immer immer auf Abruf. Und es ist natürlich so mitten in der Nacht, ruft eine Frau an mit Wen und dann bin ich von 0 auf 100, muss ich wach sein. Und mein Mann sagt immer zu mir, wie kannst du im ersten Satz so wach und so freundlich sein? Ich wäre da so, oh nee, jetzt nicht. Und ich bin dann echt so, hallo, ach schön, du kriegst Wen, toll. Dann erzählt die Frau ein bisschen und dann fahre ich los und ziehe mich an. Manchmal ist es auch so, die, der Mann ruft an oder die Partnerin und ich höre die Frau nur im Hintergrund so, oh, da weiß ich jetzt ganz schnell ja. was. Dann geht es wirklich, da muss ich rasen. Das kann ja ganz plötzlich, das kann aber über Stunden dauern. Da hast du wahrscheinlich dann so deine Einschätzung. Aber du fährst ja dann zu den Leuten nach Hause, weil du machst diese Hausgeburten ja. und bist total nah an jemandem dran, der so einen krass intimen Moment hat. Das ist, also ist doch, hat man da auf alle Lust? Oder es gibt da Leute, wo du sagst, auch eigentlich habe ich gar keinen Bock, dich bei der Geburt zu begleiten, weil du mir irgendwie ein bisschen unsympathisch bist? Nee, 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 nee. Also ich finde, jede Frau verdient oder jedes Paar, Verdient eine gute Betreuung und da sage ich nicht, dich mag ich, dich mag ich nicht. Nein, das gibt es nicht. Also ich habe da wirklich ähm, keine Einschränkung. Und, und ähm, ich stelle mir das aber auch so vor, das ist ja dann wahrscheinlich auch mit Blut und dann, dann also das, das läuft da ja, also ist das Ekel? Fruchtwasser, eh, ja, ich kriege manchmal das Fruchtwasser ab, ne? weil wenn die Frau zum Beispiel, ich ähm, sage den Frauen immer, es ist super im Stehen oder im Hocken zu gebären und nicht liegen, das machen wir auch in meinen Kursen vorher schon. und ähm, na ja, dann kriege ich halt manchmal auch das ganze Fruchtwasser ab. Das läuft mir die Brille runter und mir irgendwo mal, wenn ich dann nachts nach Hause komme, dann sagt mein Mann: Und hast du wieder Fruchtwasser abgekriegt? Sage ich: Ja, ich gehe jetzt noch duschen. Aber ist das also ähm, verliert man da die Berührungsängste oder hat du ja. von Anfang an eine ganz entspannte Beziehung dazu? Das, das lernt man mit der Zeit. Also es ist natürlich auch in der Ausbildung auch gar nicht so leicht, ne? Die ersten vaginalen Untersuchungen, wenn man eine Frau dann untersucht und es ist natürlich was so, so intimes und da muss man so vorsichtig sein. Und da gehe ich natürlich nicht rein und sage, so, ich untersuche jetzt mal vaginal, sondern da braucht man erstmal. Das muss man erstmal auch lernen. Mhm. Und es ist super schwer in meinem Beruf, ne? wenn ich dann bei einer Geburt bin, dann sagen die PartnerInnen manchmal, soll ich dir mal Licht machen? Dann sage ich, nee, nee, ich brauche kein Licht, weil ich taste ja. Mhm. Ich höre mit dem Gerät die Herztöne, also ich muss da keine Zahl sehen. Ich weiß, wenn ein Herzton zu niedrig wird, das höre ich sofort. Da bin ich sofort so, oh, jetzt mal was anderes machen. Und ich taste auch vaginal, ohne irgendwas zu brauchen an Licht. Also viele Geburten sind ja auch eher im Schummerlicht. Ja. Ich finde das mega spannend. Ich habe auch schon Kinder und war dabei. Also ich finde, das ist ein, so ein Moment, den, den kann man nicht beschreiben und du hast den wahrscheinlich äh, einmal die Woche mindestens oder so. Ja, manchmal, manchmal so? habe ich auch drei hintereinander und dann ist das mal zwei Wochen wieder nichts. Ne? Ähm, und, und ich finde es total toll, jemanden dann dabei zu haben, der die, der die Ruhe ausstrahlt. Und ich, wenn du das in dieser Klarheit formulierst, dann, ähm, wir brauchen ja Hebammen, die das Unbedingt. Ganze äh, betreuen. Äh, wieso bist du zum Beispiel, ich frage erstmal vielleicht ja. nicht Gynäkologin geworden oder Kinderärztin, sondern wieso hast du dich genau dafür entschieden, diesen Hebammenberuf? Weil ich denke, dass ähm, diese Physiologie, dieses Normale auf jeden Fall zu unterstützen ist mit... Ähm, wenig Intervention. Also das heißt, eine gesunde Schwangere braucht keinen Arzt, die braucht kein Notfall-Anästhesie-Team ähm, im Hintergrund, die braucht eine Hebamme, die bei ihr ist. Und dazu gibt es Studien. Das heißt also, eine Frau, die wirklich eine Hebamme an ihrer Seite, eine Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 hat, braucht viel weniger Schmerzmittel. Die kann die gebärt schneller. Das heißt, die Geburt geht schneller, weil die weiß, es läuft alles gut. Ich sage immer wieder, du machst das super. Es ist richtig gut, es geht vorwärts und dafür muss ich nicht ständig meine Finger in die Vagina stecken, um zu sagen, jetzt sind so und so viele Zentimeter, jetzt ist das Köpfchen da und da. Mhm. Das merke ich ja an, wie sie sich äh, verhält, wie sie atmet, wie sie stöhnt und dann weiß ich, es ist alles gut, ich höre die Herztöne und dann kriegt die ihr Kind. Und, ist und ja darum bin ich Hausgeburtsehefrau <laughs> und nicht im Krankenhaus. Ja, und dann ist man ganz oft dabei, wenn Leute einfach die, das größte oh, Glück ihres Lebens voll, erfahren und das fällt dann wahrscheinlich auch auf einen. Oh, ah, ich gehe immer so gut nach, also so gut gelaunt nach Hause, dass mein Mann wieder sagt: so, Boah, das ist so ein tollen Beruf. Es ist echt so schön, das, das miterleben zu dürfen. Gut gelaunt, ein bisschen benetzt mit Fruchtwasser unter Umständen. Ja. Aber also, wem würdest du jetzt empfehlen, wenn ich. Also ich gehe nicht zu meiner schwangeren Nachbarin und frage, kann ich bitte bei der Geburt dabei sein? Ich würde mir das gerne mal angucken, wenn ich mich dafür interessiere mhm. als, als junge Frau oder als, als junger Mann. Wie, wie komme ich da hin? Ja, also es ist ja jetzt, es ist noch eine Ausbildung, wird aber gerade umgestellt auf ein Studium. Und ähm, für dieses Studium, man kann also auch sozusagen vorher eine Krankenschwesterausbildung oder äh, heißt ja leider nicht mehr, also heißt nicht so, Entschuldigung, mhm. ähm, man kann auch Physiotherapeutin oder so sein und dann Berufserfahrung haben, dann kann man das Studium auch machen oder halt mit Abitur. Und dafür braucht man aber ein Praktikum immer. Also die nehmen man nicht an der Hochschule ohne ein Praktikum, entweder bei einer frauberuflichen Hebamme oder ähm, Im Krankenhaus. Im Krankenhaus ist es super schwer ein Praktikum zu kriegen, aber muss man einfach dranbleiben. Also wirklich dranbleiben, wenn man das will dranbleiben überall in den Krankenhäusern anrufen Praktikum oder halt bei freiberuflichen Hebammen. Ich nehme auch immer mal eine Auszubildende oder auch eine ähm, Praktikantin mit. Also dranbleiben, dann ist vielleicht die Tür offen in einen sehr, sehr faszinierenden und sehr tollen ja. Beruf. Vielen Dank, dass ja. du uns den hier so lebhaft vorgestellt hast. Und du darfst jetzt einen Schritt näher kommen, denn wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Und das bedeutet, Nele kommt auch noch mal zu uns. Und ähm, wir lassen mal so ein bisschen Revue passieren, was, was wir jetzt heute alles erlebt haben. Ja, da geht es vor allem natürlich um euch hier bei uns im Studio, Toni, Fabius und Ariane. Ich würde euch gerne noch mal was fragen. Es ist jetzt eine kleine Challenge, sie ist sehr spontan. Ihr habt jetzt ja so ein paar Berufe kennengelernt: ne? Verfahrensmechanikerin, Hebamme, Steinmetzin, Hotelfach, Fraumann, Mann, Kaufmann für Hotelmanagement. Jetzt überlegt mal, ihr kennt ja eure MitschülerInnen hier ganz gut. Wenn du, Toni, von diesen Berufen einen aussuchen würdest für Fabius, welcher von denen wäre das? Ich glaube, da würde es am, ersten, am ehesten so in Richtung Hotelfachmanagement da gehen. Warum? Was wäre wohl so seine Stärke darin? Ähm, ich glaube, Fabius kann sehr gut mit Menschen umgehen, er kann sehr gut kommunizieren und er weiß, wie er reden muss. Deswegen denke ich, dass er da sehr offen wäre. Fabius, könntest du das bestätigen? bestätigen. <laughs> Fabius, was würdest du Ariane für einen für Beruf geben, so spontan, wenn es nur diese Berufe gäbe? Ich glaube, Ariane war das mit dem, äh, vor dem, Ho nach dem Hotel oder ja? vor dem Hotel. Das mit äh, Herstellen. Ah, Verfahrensmechanikerin, ja, würdest du ihr vorschlagen? Ich, ich so glaube, das habe ich vorhin hab ich rausgehört, dass sie das irgendwie interessant fand. Ah, dann gucken wir mal. Ariane, findest du das auch ein bisschen interessant? Oh, Fabius lag <lacht> falsch. <lacht> <lacht> Geht so, ist jetzt nicht unbedingt ganz so mein Fall, aber ja. Aber wäre es was in die Richtung Technik, Mechanik? Findest du das interessant oder eigentlich gar nicht? Also Technik halt nicht so, ah. aber Technik, äh, nee, ähm, nix. Mechanik? Also halt eine, so Holztechnik eher. Holztechnik. Ja. Super, okay. Im Bereich Technik, da war Fabius, äh, Fabius nicht ganz falsch. Jetzt Ariane, überleg mal für Toni, was könnte es sein? Darfst du auch wiederholen? Hebamme, Steinmetzin, Verfahrensmechanikerin. Vielleicht auch so, Hotelfachfrau. Ja, ne? Würdest du dir auch zutrauen? Und Toni? Ja, würde ich schon sagen, obwohl ich den Beruf der Hebamme auch sehr interessant fände. Ah. <laughs> da haben wir alles nochmal gedroppt. Marvin, was wärst du? Ähm. Ich glaube, ich hätte auch Lust, dieses Hebammen, die Geburt mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Ich glaube, wenn ich, wenn ich das machen würde, würde ich, glaube ich, Hebamme werden nochmal. Entbindungshelfer nächsten heißt, es. Entbindung heißt es so noch, ja, ne? Geburtshelfer. Finde mhm. ich auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja, vielen Dank, dass du, dass du da warst. Auch natürlich danke an alle unsere Gäste. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du entschieden hast, Hebamme zu werden? Was, was hat dir da so geholfen? den Beruf zu wählen, der zu dir passt. Ja, das ist, das ist ganz lustig. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich wollte schon mit 16, habe den Berufsfilm im BITS gesehen und habe gedacht, nee, ich werde das doch nicht. Ja. <laughs> die Filme sind bestimmt viel besser geworden. Aber da lag eine Frau in Beinhaltern, die Hebamme kam so, als wäre sie im OP rein und ich dachte, nein, das werde ich nicht. Ich hatte keine Idee, dass es was anderes noch gibt. Und dann habe ich meine Kinder gerichtet und dann war es für mich klar, ich will anderen Frauen dabei auch helfen. Also man, man muss es sich in echt angucken, damit ja. man wirklich weiß, wie ein Job ja. funktioniert. Und dann sind eigentlich alle, die mit mir mitgegangen sind, die äh, Praktikantinnen, waren immer so, boah, es ist so ein toller Beruf. Also es ist wirklich... Äh Wundervoll. Nele, was nimmst du mit von heute ja, für dich? Ich glaube ich, genau das mitnehmen. Für mich heißt das heute hier ähm, selber ausprobieren. Das kam hier überall durch. Das familiäre Netz der Hotelbranche. Selbst anpacken, selbst Kautschuk in der Hand haben, selbst entscheiden und ausprobieren und den Biss nicht verlieren. Das nehme ich heute mit und damit enden wir auch diese Sendung. Und ähm, seid doch einfach auch morgen mit dabei. Morgen wird es auch super spannend, denn morgen kommen. Polizei und Feuerwehr. Zum Beispiel. Und das Jugendparlament aus Hildesheim, da eine Vorsitzende da, mit der sprechen wir mal, wie man sich so einsetzen kann. Und wir haben auch noch dabei, irgendwas war es noch. Gleich fällt es mir ein, eine Nachrichtensprecherin, genau, da bin ich vorher schon ganz aufgeregt. Die erzählt uns auch ein bisschen, wie das ist, wenn man so aufgeregt ist, bevor so eine Sendung startet. Das gehört ja auch zu uns. Ja, schaltet doch wieder ein und seid dabei, bei. What's, What's next? next?